Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malermeister Maxide. Kurzen Schluck. So, und ich nehme dich heute in diesem neuen Video mit auf eine Reise, sagen wir mal, zu einem meiner ersten Male, die ich jetzt gleich erleben werde. Ich habe noch nie ein Ölgemälde gemalt, ja, also so richtig mit Öl, Farben, habe ich auf Leinwand noch nie gearbeitet. Ich habe schon mal ein Lapislazuli und so im Meisterkurs sozusagen angefertigt, interpretiert. Das ist keine Imitation gewesen, das ist eine Interpretation gewesen. Und ja, aber ich will heute mit dir zum ersten Mal ein Ölgemälde malen und mal gucken, wie es am Ende wird, was dabei rauskommt. Und ja, einer meiner Ikonen, einer meiner Vorbilder sozusagen, die ich mir jetzt auch als Vorbild nehme, ist, kennst du den hier noch? Hi, I'm glad you could join me there. You sort of caught me fiddling around here a little bit. Bob, what should I do if I'm in the middle of a painting and I decide I don't like it? Or, God forbid, it goes sour? We don't make mistakes. We have happy accidents. So today, let's have a happy accident and see what we can make out of it. Ja, Bob Ross, ich glaube, den kennst du vielleicht auch noch aus deiner Kindheit oder aus dem Fernsehen. Ja, der hat über 300 Gemälde im öffentlichen Fernsehen gemalt und hat mit so einer ruhigen Stimme gearbeitet, dass auch viele dabei echt gut einschlafen konnten. Aber er hat auch so gearbeitet, dass er mit dem minimalsten Aufwand das Maximum an Effektivität, an Brillanz rausholt. Und rausgeholt hat. Und dementsprechend ist es einer meiner größten Vorbilder in Sachen jetzt Gemälde malen zum Beispiel. Ja? Und dementsprechend bin ich jetzt auf so einen Trichter gekommen, dass ich immer mehr Videos von ihm gesehen habe, nachdem ich mal ein bisschen länger wach geblieben bin. Und 1.30 Uhr oder so habe ich ihn im Fernsehen gesehen. Und dann dachte ich mir so, ey, den hast du schon mal in deiner Kindheit im Fernsehen gesehen. Und guckst du dir das nochmal an. Und du hast jetzt auf einmal so viel Klarheit im Blick, Dass du denkst, ey, krass, was jetzt verfuscht der da das Gemälde, weißt du? So, lass es doch so, wie es ist. Ist doch schon perfekt. Und dann verfuscht er dieses Gemälde nochmal, indem er dann noch irgendwie Brillanz reinmacht. Und dann denkst du dir so, ey, nee. Jetzt hat er mit drei Farben, mit einem Pinsel, hat er so eine Brillanz hinbekommen, dass es echt aussieht wie ein Berg oder sowas. Und das ist so krass. Und sowas von schön, dass es so eine Menschen auch gibt, die das dann im Fernsehen gemacht haben, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt machst du es selber. Jetzt kaufst du dir eine Staffelei, jetzt holst du dir die Farben, jetzt holst du dir mal so ein Basispaket, ja, und hier mal ein bisschen Schleichwerbung für. Nee, mit dem werde ich heute arbeiten. Ich habe mir ein Basispaket geholt hier, Bob Ross, und da ist auch eine Anleitung drin. Ja, also da sind nicht nur die Ölfarben, die ich dazu benötige, das Liquid White, was so hoch angepriesen ist, ja, sondern auch halt der Spachtel, ja, sein Spachtel, den er immer dabei hat, und ein 1 Zoll Pinsel für diese Art von Gemälde. Ja, die Farben sind hier drin. Die werdet ihr eh sozusagen in Aktion sehen. Und da bin ich ja mal gespannt. Ich habe schon mal natürlich reingeguckt, ja, bevor ich hier so ein Video anfange, habe ich erstmal reingeguckt, was ist hier überhaupt drin, was soll dabei rauskommen. Und so soll es am Ende ungefähr aussehen, ja, so. Es wird natürlich etwas anders aussehen, weil ich bin nun mal kein Bob Ross. Ich arbeite jetzt zum ersten Mal mit so einem Farben und zum ersten Mal auch mit diesem Spachtel. Der ist jungfräulich, den habe ich noch nicht ausprobiert. Der Pinsel, der ist auch jungfräulich, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Und dementsprechend bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Du bist mit dabei und ich werde dich so ein bisschen auf Schritt und Tritt verfolgen lassen, wie das Ganze letztendlich ein Ende findet und mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Abgesehen davon habe ich außer dieser Anleitung kein Video gefunden, wo er dieses Gemälde malt. Dementsprechend werde ich mich an diese Anleitung halten. Das ist nur ein dickes Buch mit vier Sprachen. Also jetzt nicht wundern. Ja, es sind acht Schritte. Okay, es sind 13 Schritte. Mein Gott, 13 Schritte. Ich werde hier Wort für Wort nachmalen müssen und kann mir allerdings bei Bergen zum Beispiel oder bei Bäumen kann ich mir kleine Tutorials angucken, davon gibt es eine Menge auf YouTube. Deswegen, ich lasse mich mal ein bisschen inspirieren, mal gucken, was dabei rauskommt. Jo, viel Spaß, ich richte jetzt meinen Platz ein. Ich habe übrigens auch
geruchslosen Verdünner direkt von Bob Ross geholt. Ja, und bin mal gespannt, wie gut der Pinsel reinigt und vor allem, wie viel ich davon brauche. Großer Tipp, macht das Fenster auf, weil ist auch nicht ganz so gesundheitsfördernd, ja, deswegen schön für Belüftung sorgen und dann kann man nichts schief gehen. Achso, und Bob Ross, ja, seine Palette ist ja auch mal mega, also ich bin gespannt, wie es ist, damit zu arbeiten und vor allem hast du schön viel Fläche, ja, zum Arbeiten, deswegen bin ich mal gespannt. Einmal die Sachen, wow. Einen Arbeitsplatz einrichten. Ich habe hier eventuell ein bisschen wenig Platz, vielleicht breite ich mich noch ein bisschen aus. Aber ansonsten einmal Klebeband. In dem Sinne habe ich ein Präzisionsklebeband. Das ist ja jetzt eigentlich auch völlig egal, was es für ein Klebeband sein soll am Ende. Aber ich will meine Staffelei, die so gut wie fast neu ist, also nicht hier hochgucken, die mehr oder weniger neu ist, möchte ich natürlich auch schützen. Dementsprechend klebe ich ein bisschen was ab, sodass ich. Das ist eigentlich genauso wie beim richtigen Abkleben. Du schützt jetzt deine Sachen, umso weniger brauchst du am Ende sauber machen. Und dementsprechend einmal oben. Einmal unten. Zack. Überall da, wo sozusagen Treffpunkte sein könnten, wo man rüber malen kann. In dem Fall, dass ich jetzt mein erstes Ölgemälde mache, schütze ich mir die Ränder zum Beispiel auch von dem Gemälde, was ich machen möchte. Das bleibt dann halt weiß, aber ich möchte dann sozusagen eine nahezu scharfe Kante ringsherum haben. Damit man sich so ein bisschen darauf fokussieren kann, auf das Bild, anstatt dass ich mir die ganze Zeit denken muss, okay, ich möchte aber, dass das sozusagen mehr oder weniger um die Ecke geht. Also male ich die Ecke mit und das möchte ich nicht in dem Fall. Ich möchte mich voll und ganz auf die Fläche konzentrieren und dementsprechend machen wir das jetzt. So. Wir benutzen heute Künstler-Keilrahmen, Leinwand, die zweifach vorgrundiert ist. Ja? Die ist weiß vorgrundiert, dementsprechend saugt die nicht mehr so stark und wir können super Resultate damit erreichen. Bin ich mal gespannt, ob wir super Resultate damit erreichen. Auf jeden Fall ist die 40 x 50 cm, ist also, würde ich jetzt mal so, für meine Augen ist das mittelgroß, es gibt noch wesentlich kleinere und es gibt auch wesentlich größere. Und weil das mein erstes Gemälde ist und ich so ein bisschen Spielraum haben möchte, habe ich mich jetzt für die mittlere Variante entschieden. Wir packen die jetzt mal gleich aus und ja, packen die Keile rein in die Ecken. Dann lass uns das gleich mal angehen. So, jetzt haben wir unsere Leinwand. Ja, also die Keile sind überall in jeder Ecke jetzt drin. Man merkt auch, hat eine gute Stabilität gewonnen. Und jetzt klebe ich einmal sozusagen die Ränder ab, weil ich nicht möchte, dass die sozusagen mit besaut werden am Ende, wo kein Bild richtig entstanden ist. Deswegen kleben wir jetzt einmal die ganzen Sachen hier ab. Zack. So, genau das gleiche machen wir jetzt mit allen anderen Kanten und dann gucken wir mal weiter. So, nun, wir haben hier fertig abgeklebt, ja. Wir brauchen dann halt unseren Spachtel, unseren, ja, 1 Zoll Pinsel und dann halt die Farben, und zwar Subgreen, also Saftgrün, Patello Blue, Cadmium Gelb, Karmesinrot und unser Titanweiß in Pastellform. Ansonsten haben wir noch hier unser Liquid White, was ganz am Anfang auch mit drauf kommt, damit wir eine schöne, ja, schöne Konsistenz haben sozusagen gleich am Anfang auf der Oberfläche, damit das alles flutscht. Ansonsten haben wir hier noch für Bäume später. Der ist jetzt nicht mit inbegriffen gewesen in dem Set, sondern den habe ich von vornherein schon. Das ist quasi ein Fächerpinsel, ja. Ein Behälter, wo wir dann unsere Flüssigkeit reinmachen, zum Beispiel zum Saubermachen. Das ist nur meine Unterlage, die werde ich jetzt gleich mal bestücken mit den Farben hier und dann kann es auch gleich losgehen. So, ganz am Anfang, wir tragen gleich die Farben hier einmal als große Kleckse sozusagen auf, damit wir hier in der Mitte arbeiten können. Hier ist unsere Hand später, ja, also wir halten den so. Und dementsprechend brauchen wir diese Rundung hier, damit wir unsere Farbe hiervon entnehmen können und hier
dann zusammenwischen könnt. Schön, dass sie so groß ist und dass man hier auch noch Fläche hat zum Arbeiten. Ja, das war auch meine Intention gewesen, dass ich eine gewisse Fläche habe, anstatt dass ich hier zum Beispiel so eine kleine, etwas kleinere Fläche habe, wo ich dann später nicht weiß, okay, muss ich nochmal zwischenreinigen, bevor ich weitermachen kann oder so. Deswegen, so machen wir das. So, als nächstes würde ich mir dann die Anleitung angucken. Und hier im deutschen Teil, wir fangen zuerst an mit dem Himmel, dann kommt der Berg, Hintergrund, Nadelbäume, Highlights, der letzte Schliff. Okay, da bin ich mal gespannt. Sieht zumindest schon mal sehr interessant aus. Mal sehen, ob es ähnlich aussieht. Also ich denke mal nicht, dass es beim ersten Mal perfekt aussieht. Das erste Mal ist meistens zum Scheitern verurteilt, aber dann freue ich mich halt aufs zweite Mal. So, ich bin mit dem Hintergrund fertig, mit Step 1, ja. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder? Also, mit Ölfarben malen ist sowieso eine Kunst für sich. Also, ich finde es total, das macht total Spaß. Ja, lass mal weiter gucken, wie es jetzt weitergeht mit dem Berg. So, ich bin jetzt schon eine ganze Weile dran. So sieht es bisher aus. Also gar nicht mal so schrecklich, aber fürs erste Mal. Weitere Vorgehensweise wäre jetzt, die letzten Schritte einzuleiten. Die Nadelbäume kommen jetzt. Und ja, mal gucken, wie es danach aussieht. Drei, zwei, eins. Ja, das ist das gute Stück. Das ist draus geworden. Da ist die Unterschrift. Also ich muss sagen, fürs erste Mal ist es okay. Ich bin mit den Bergen etwas unzufrieden, mit dem Wasser auch. Ja, aber ey, fürs erste Mal, finde ich, ist es dennoch ganz ordentlich geworden. Das hätte entstehen sollen. Das ist entstanden. Also fürs erste Mal. Gibt Schlimmeres, denke ich mal. Ach so, und übrigens, die Palette, ja, sieht aus wie ein Schlachtfeld. Hat aber gereicht alles. Also, ich muss schon sagen, für so eine Gemälde, wenn du da ein paar Mal mischen musst, dann brauchst du so viel Platz. Also, ich wäre jetzt mit der alleine nicht ausgekommen. Hätte ich die nicht gehabt, dann müsste ich damit irgendwie auskommen, aber dann bist du nur am Saubermachen. Also ich mache jetzt einmal sauber und dann war es das. Ja. So, da ist das gute Stück. Ich habe mich sehr gefreut, das mal auszuprobieren und ich würde mir auch bald mal wieder so ein Set kaufen, auf jeden Fall. Also kann ich gleich mal empfehlen für Leute, die einsteigen wollen. Ja, unten in der Videobeschreibung gibt es dafür einen Link, damit unterstützt du auch meinen Kanal und das, was ich mache, und das wird dich vor allen Dingen auch nicht mehr kosten. Das sind einfach nur eine kleine Provision sozusagen, die mit abgezogen wird, und ja, würde ich mich sehr freuen. Auf jeden Fall, Vor- und Nachteile. Ich würde sagen, Pro auf jeden Fall dafür, dass es sich unwahrscheinlich gut verarbeiten lässt. Also wirklich, wirklich top. Das sind super Farben, das ist ein super geruchloser Verdünner auch. Ich bin jetzt nicht beschwipst oder so gewesen dadurch, ja. Nicht so wie, als wenn du mit wirklich Terpentin oder sowas, mit so einer Verdünnung arbeitest, die dich wirklich wuschig macht, wenn du nicht ausreichend lüftest oder auch nur in der Nähe stehst. Deswegen ist super, da hat Fensteranklappen auch mehr als gereicht. Ich muss sagen, die Werkzeuge sind super, also der Pinsel, der Spachtel haben sich auch super reinigen lassen, auch mit, mit dem dazugehörigen Verdünner. Die Anleitung ist super. Also ich habe jetzt nicht nochmal in irgendein Video reingeguckt vorher und habe mir nochmal zeigen lassen, wie Berge gemacht werden oder so. Hätte ich mal gemacht. Ja, weil Berge ist jetzt meiner Ansicht nach, wenn ich so ein bisschen selbst reflektiere, ich möchte es unbedingt üben. Ja, also mit dem Spachtel, der hier mit dazu gelegt wurde, ist mir das noch nicht so ganz gelungen, dieses Ausreißen lassen. Ja, das Ausreißen zu lassen, dass es wirklich wie Schnee aussieht. Ich bin trotzdem super, super beeindruckt von dem, was entstanden ist, ja. Und freue mich, dass es auch, ja,
relativ leicht von der Hand gegangen ist. Also die Farben sind super, lassen sich super verwischen, ja, also besser als wenn du mit Acrylfarbe arbeitest. Acrylfarbe müsstest du nochmal verdünnen, dass es länger stehen bleibt. Also du müsstest da ein richtiges Mittel nehmen, dass du eine längere Offenzeit hast, dass du das auch miteinander verwischen kannst, ja. Also dieses Liquid White, was hier mit drin ist, auch auf Ölbasis natürlich, kannst du, das bleibt halt irre lange offen. Also es bleibt halt irre lange feucht auf dem Gemälde, auf dem gesamten Gemälde. Und dadurch kannst du immer wieder verwischen, ja, ineinander. Und das macht die ganze Sache sowas von smooth. Und der Hintergrund, habt ihr ja selber gesehen auch, der lässt sich einfach super verarbeiten. Also die Farben lassen sich einfach super verarbeiten. So, Punkt. Ja. Ich muss sagen, ich bin mit den Bäumen super zufrieden, ich bin mit der Wiese super zufrieden, ich habe noch so ein paar Ästen mit eingezeichnet. Das Einzige, was ich mir sage, okay, ich möchte Bäume, einmal Gebirge bzw. Berge möchte ich üben, das mit den ausreißen lassen, mit dem Schatten, hell, dunkel und so, und das Wasser, das möchte ich unbedingt üben und ich werde auch morgen gleich das nächste Gemälde malen. Ansonsten würde ich sagen, probier es gerne mal selber aus, wenn du dich dafür interessierst. Es ist jetzt auch nicht irre teuer, sage ich mal so, für richtig gute Farben, für Werkzeug, was schon beigelegt wurde und so. Es ist nicht teuer. Kauf dir erstmal eine mittelgroße Leinwand oder eine kleine, um mal so ein bisschen auszuprobieren. Vielleicht nicht zu klein. Ich habe, wie gesagt, auch so mittelgroß genommen. Ja. Dadurch hast du halt irre viel Platz, um auch so mal ein bisschen rauszuziehen, um Bäume zum Beispiel auch zu üben in ihrer Größe und hast nicht so eine kleine Fläche, um mal so einen Baum zu machen oder so, ja. Also das würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall. Nimm eine schöne Größe dafür, vielleicht nicht zu groß. Und dieses Gefühl für wie viel Farbe brauchst du und lässt es sich gut mischen und so, das kommt halt mit dem Tun, ja. Also deswegen, wenn du mit dem Gedanken spielst, dann hol dir gerne das Kit. Guck dir vorher ein paar Videos an von ihm. Und guck dir die auch durchgängig an. Mach das nicht so wie viele, die jetzt hier zum Beispiel ein Tutorial auf YouTube hochstellen mit ich habe jetzt mal Bock, ich kaufe mir jetzt sowas und dann gucke ich mir das Video an und beim Video mache ich das dann. Ja, oder so. Das ist einfach nicht gut, weil du weißt nicht, was am Ende dabei rauskommen soll und du weißt nicht, wo sollen welche Proportionen entstehen. Ja, deswegen entweder geh nach der Anleitung, ja, oder guck dir einmal komplett das Video an von dem Bild, was du machen möchtest und danach guckst du es dir ein zweites Mal an und beim zweiten Mal machst du es dann mit. Ja, weil ich habe zum Beispiel hier vor mit Acrylfarben versucht, das nachzumalen, was er malt, aber wenn er Ölfarben benutzt und ich Acrylfarben, das haut einfach nicht hin. Die Acrylfarbe, wenn du die auch nicht ausreichend verdünnst, ein Pruningmittel zum Beispiel oder so, ja, dann ballern dir die sowas von schnell auf der Leinwand und dann kriegst du es nicht mehr verwischt. Das bedeutet, unheimlich viel Material geht drauf und du kriegst nicht den Effekt, den du möchtest mit diesen smoothen Übergängen. Ja? Deswegen, ich würde jetzt einfach mal sagen, es gibt noch ein anderes Video, das kannst du denn hier abchecken. Ja, das werde ich hier noch hochladen mit Pro und Contra Acrylfarben zu Ölfarben. Ja, was sind da so Unterschiede und Pro und Contra? Was würde ich empfehlen für Leinwandmalerei? Ja, ich habe jetzt das erste Mal mit Ölfarben gearbeitet auf Leinwand und kann dir dementsprechend schon ein paar Sachen sagen. Aber wie gesagt, check das gerne oben in der Infobox aus. So, ja, wenn du diesen Kanal unterstützen möchtest, hol dir gerne das Kit unten. Ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg bei allem, was du vorhast und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. We don't make mistakes. We have happy accidents.